Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich stehe hier vor der Tür zu dem Adanos-Tempel und... Yerhedra, Akantar. Das wollte ich immer schon mal sagen. So, ich fürchte, hier gibt es Gegner und oder Fallen in dieser Reihenfolge. Direkt jetzt rein. Sag mal, hätte ich da reinkommen können, indem ich ein paar Steine zur Seite räume? Scheint mir gerade so. So, hier gibt's scheinbar nichts, oder? Ein paar Pilze vielleicht? Ah, guck mal, Dunkelpilze. Da sage ich doch nicht nein. Es lohnt sich einfach immer, abseits des Hauptweges zu schauen. Nochmal eben kurz gegenüber schauen, vielleicht sind ja noch ein paar Pilze. Na, hier ist nichts. Ach, guck mal, da ist was. Oh je, da ist ein Toter. Eine Silberkette, ein Trank, ein rostiges Schwert und sonst irgendwie nichts. So, dann hier den Hauptweg nehmen. Was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Statue eines Steinwächters, wie es aussieht. Kann ich da hoch? Nein. Okay, ich brauche hier einmal ein Licht, bitte. Vielen Dank. So. Da scheint ein Gang zu sein. Da ist ein Schalter. Oben sind Stacheln, wie es aussieht. Klasse. Ich fürchte, hier sind... Ah, da sind noch mehr Schalter. Ja, okay. Ich fürchte, dass hier... Beziehungsweise, was heißt ich fürchte? Ich weiß, dass hier ist ein ätzendes Rätsel. Denn ich habe das Spiel ja schon mal gespielt, wie ich ja schon zur Genüge erklärt habe. Also, folgendes. Soweit ich weiß, sind die Tafeln hier Hinweise, wie man hier durchkommt. Dann lese ich hier doch alle mal. Die dritte Falle interessiert mich nicht, ich bin bei der ersten. Wir, die drei Anführer des Rates der Fünf, haben die Kammer des Tempels mit Fallen versehen und den Eingang versteckt, auf dass das Schwert nie wieder das Tageslicht erblicke. Das bringt mir gerade auch nicht viel. Quarotron war es, der mit Hilfe von Kardemon das äußere Tor zum Tempel versiegelte. Keiner von beiden hat das Ritual überlebt, nur ich blieb zurück, um von den Ereignissen zu erzählen. Ich hoffe, das Radleben ist für alle Zeit im Tempel verrottet. Das bringt mir hier auch nicht weiter. Kardemon ersann die zweite Falle, bringt mir hier auch nichts. Ich brauche sie gelbe, hm? Ich bin der, der sich gegen den Schluss der drei gestellt hatte, baute die erste Falle und nur ich kenne die richtige Pforte. Tja, das scheint mir gerade auch nicht so ein guter Hinweis zu sein. Ich weiß ja sogar ungefähr, wie der Hinweis aussieht. Warte mal, ich suche das nochmal aus. Ich habe ja vorher geguckt, ich weiß ja. Wo war das denn? War es doch die grüne? Nee, war es die rote? Genau. Wir, die letzten drei Anführer des Rates, der fünf, haben die Kammern des Tempels mit Fallen versehen. Genau, das ist der Hinweis. Gut, dass ihr mal geguckt habt, ne? Also wir, die letzten drei, ne? Hier sind drei Menschen. Ups, jetzt habe ich aus Versehen zweimal gedrückt und da seht ihr, was passiert, wenn man das tut. Das ist nicht so lustig. Und wenn man den falschen Spielstand lädt, dann... ist das auch nicht so toll. Da will ich hin. So, jetzt habe ich halt wieder die ganzen Tafeln. Immerhin habe ich jetzt mein... Was? Moment, ich wollte gerade sagen, ich habe mein Mana gespart, weil mein Licht nicht da ist. Aber nein, mein Licht ist nicht da und mein Mana ist auch noch weg. Das ist ja fies. Das ist ja sehr fies. So, ich muss mir eben kurz die lesen, damit ihr alle hochkommt an dieselbe Stelle. Damit ich nachher da keine Probleme mehr habe. So, speichere ich hier nochmal. Also wir, ich muss noch ein letztes Mal, also die 3 ist das erste Hinweis, des Rates der 5 haben die Kammer des Tempels mit Fallen versehen. So, also erst die 3. Der Rat der 5, naja, also rechts ist die Falle, das sieht man, und der Rat ist wohl, doch nicht, okay.
Okay, dann habe ich das doch falsch interpretiert. Ich habe es mir nicht genau angeguckt. Ich habe nur irgendwie gelesen, dass das der Hinweis sein soll und die Wörter in der Reihenfolge, wie sie im Satz vorkommen, ne? Das hat mir gereicht, um zu denken, dass ich das wohl schaffen könnte. Jetzt sind die schon wieder unten. Also, 3. Dann ist vielleicht die 5 doch nicht der nächste Hinweis oder der Rat, sondern die Falle. Ah, und dann das Tageslicht, natürlich. Erst die 3, dann die Fallen, dann das Tageslicht. Okay. Dann haben wir hier die 3, also. Und die Falle, genau. Und dann das Tageslicht. Haha, wer sagt's denn? Wer sagt's denn? Siehst du mal. Gut, dass ich vorher geguckt habe, sonst hätte ich jetzt ewig rumgerätselt. Aber wirklich ewig. Gut. Ich fülle mal eben meinen Mana schnell wieder auf. Damit ich hier nicht so halb verloren bin. Ich fühle mich echt verloren. Ich habe zwar mehr Mana als quasi vorher. Jemals so ungefähr. Aber ich fühle mich trotzdem verloren, wenn es nicht voll ist. Ich weiß auch nicht warum. So. Ich schätze mal, hier kommt die zweite Falle. Steinwächter. Na, klasse. Nun denn, erstmal hier ein paar Dunkelpilze. Hier links und rechts scheinen auch noch Wege zu sein. Kann ich da irgendwie durch? Ich kann sie jedenfalls nicht benutzen. Gut, ich will mal hier vorsichtig sein und erstmal eine Runde abspeichern. Und dann lese ich mal nochmal die Tafeln durch. Also die gelbe, ne, die rote war es eben. Ja, die rote war es eben. Kanema ist dann die zweite Falle. Nur der, der den Weg des Lichts bis zum Ende geht, wird die dritte Kammer erreichen. Also, ich brauche also Licht irgendwie, nehme ich an. Und dann muss ich den Weg bis zum Ende gehen. Okay. Hier sind jedenfalls Steinwächter. Ich mache die erstmal platt. Die mir hier nicht in den Weg. Ups, jetzt kommen alle auf einmal, ne? Ich bin so gut. Mein Gott, ich bin so gut. War es echt nur 3? Ich dachte, es wären 4. Okay, es waren nur 3. Nun denn, hier sind Dunkelpilze. Die lasse ich mir nicht nehmen. Dann schaue ich erstmal auf dieser Seite. Hier noch irgendwas rumliegt. Da ist nichts. So, der hat leider nichts dabei. Okay. Ah, hier waren Pilze, genau. Dunkelpilze natürlich. Die nehme ich auf jeden Fall mit, ihr wisst ja, ne? Mana und so. Okay, ich glaube, die rechte Seite habe ich erfolgreich abgesucht. Dann durchsuche ich jetzt die linke Seite. Ein Trank. Ein rostiges Schwert. Noch ein rostiges Schwert, noch eine Leiche. Hier sind einige gestorben, wie es aussieht. Nichts zu. Da ist nichts zu. Vor mir. Aber egal, Hauptsache, sie haben mir die Pilze gelassen. Das ist die Hauptsache. So. Und jetzt suche ich den Weg des Lichts. Das Problem ist, die sind alle beleuchtet. Ist denn hier auf der Säule ein Hinweis? Nö, okay. Also, ich brauche den Weg des Lichts bis zum Ende gehen. Jetzt guck mal unten die Symbole an auf den Tafeln, ne? Es gibt hier zwei Sorten von Türen. Schaut mal diese Tore hier, ne? Die sehen zwar gleich aus, aber die sind verschieden. Guck mal, da links ist die Nase relativ lang und die Augen sind spitz. Am zweiten ist die Nase ein bisschen kürzer und die Augen sind quadratisch. Hier sind die Augen wieder spitz, aber die Nase ist kurz. Na, die war hier links lang. Hier ist die Nase lang und das Ganze ist quadratisch, während sie links die Nase ein bisschen kurz war. Und hier rechts haben wir eine mittellange Nase mit eckigen... Tja, die ist eigentlich genauso lang. Nee, die ist ein bisschen länger als links. Nee, links sind Quadrate. Ich will ja dahin. Genau, die ist ganz links, ist ganz lang. Rechts ist so halblang und in der Mitte ist ganz kurz. Und bei den quadratischen ist rechts lang und links kurz. Jetzt ist natürlich
die Frage, welchen der Gänge nehme ich? Also, schaut mal genau hin bei den Tafeln unten. Gibt es jeweils auch... Ne? So, auf jeder Tafel ist genau ein Ding abgebildet. Ich schätze mal, dass ich das, was auf der blauen Tafel, die ich hier lese, abgebildet ist, nehmen muss. Und da beim Lesen der Tafel unten, lesen immer verschiedene. Moment. Hä? Hä? Warum sind die Tafeln jetzt wieder hier unten im Inventar? Boah, ist das nervig, dass die alle hier unten sind und dann wieder oben und dann wieder unten. Okay, die blaue war es. Die blaue hat spitze Augen, eine lange Nase, aber wenn ich sie lese, hat sie eine kurze Stummelnase und Quadrate. Das heißt, ich müsste entweder diesen Weg da nehmen. Oder den da, ne? Eckig und lang war hier rechts und das andere war hier links. Ach ne, eckig und lang ist hier. Das ist hier sogar. Ja. Dann muss es einer von den beiden sein. Habe ich gespeichert? Ich bin mir nicht sicher. Ich speichere lieber nochmal. Und dann schauen wir doch mal, ob ich hier nicht was irgendwie finden kann. Oh oh. Tja. Okay. Also, das war der falsche Weg. Immerhin habe ich versucht, den richtigen zu nehmen. Gut. Dann müsste ja nach meiner... Ups. Nach meiner These, nach meiner Theorie... Der zweite hier richtig sein. Eine Fackel. Oh, das ist ja lieb. Die nehme ich mir doch gerne mit. Leider ist mein Licht schon wieder weg, ne? Ach, Mist. Ich habe gesehen, wenn man bis nach ganz hinten läuft. Tja. Nee, doch nicht. Okay. Auch das ist der falsche Weg, wie es aussieht. Moment. Ich muss den Weg des Lichts gehen. Hatte ich nicht gerade eine Tafel, der es um Tageslicht ging? Das war doch die gelbe. Die gelbe Tafel. Moment, ich schieb mal eben die Tafeln wieder nach oben im Inventar. Das ist so dämlich, dass sie unten landen jedes Mal. So. Und dann ist natürlich die Frage... Also, von den Spitzen ist die gelbe die mittlere. Und wenn ich das Ganze aber lese... Ah, ist die spitz. Okay. Okay, bei der gelben scheint es zu passen. Interessant. Das wäre also spitze Augen und mittellang. Hier ist spitze Augen und lang. Hier ist spitze Augen und kurz. Und da ist spitze Augen und mittellang. Genau. Dann hoffe ich doch mal... Ich schnapp mich aber eben eine Fackel. Dann hoffe ich doch mal, dass ich hier richtig bin. Kommen da Stacheln hoch hinter mir? Sieht nicht so aus. Hier liegen auch Dinge rum, die ich aufsammeln kann. Andererseits ist hier jemand gestorben. Das ist schon nicht so vertrauenserweckend. Ah, okay. Sehr gut. Dann habe ich hier das Richtige getan. Und bin wohl bei der dritten Falle, wenn ich das richtig sehe. Oder ist das die... Oder ist das die... Moment, hä? Moment. War das... Das am Anfang war doch gar keine Falle, das war doch nur ein Rätsel. Moment. Moment, ich muss hier aber eben was checken. Die erste Falle und nur ich kenne die richtige Pforte. Ach natürlich, deswegen ist es die gelbe Tafel, ich Depp. Ich dachte gerade, die gelbe wäre die mit dem Tageslicht gewesen. Boah, dann habe ich die verwechselt. Was für eine glückliche Verwechslung. Nein, die gelbe war jetzt die richtige Pforte. Okay, dann war das gerade die erste Falle. Dann suche ich jetzt die zweite Falle. Da hier brauche ich den Weg des Lichts. Okay. Brauche ich... Was? Ich wollte mir die Platte angucken. Oh mein Gott, wie fies. Ich wollte nur einen Blick drauf werfen. Oh Gott. Ist das gemein? Der Weg des Lichts. Ach so, natürlich. Ich Depp. Ich habe nicht vor dem richtigen Gang gespeichert und einfach blind reingelaufen. Oder ändert sich das jedes Mal? Das war ja ätzend. Nee, okay, ich habe falsch gespeichert. Puh, Glück gehabt. Naja, ich hab jetzt nicht so viel verloren. Halb so wild. Hier, die paar Sachen kann ich wieder aufsammeln. Vor allem den goldenen Ring würde ich gerne haben. Den Dunkelpilz.
So, und da bin ich auch schon wieder. Okay, Moment. Ich brauche hier auf jeden Fall Licht. Ich schnapp mir hier ein heiliges Licht. Dann habe ich die Hände frei. Falls hier irgendwelche Gegner kommen sollten. Okay, hinter mir rasselt's. Aber ich glaube, das ist nur die Tür, die wieder zugeht. So, was haben wir hier? Ich werfe hier mal einen Blick drauf. Das sieht... Doppelpelz. Ach, guck mal, hier die Platte. Moment, ich speichere. Sicher ist sicher. Und um ganz sicher zu gehen, werde ich mir zusätzlich zu dem Licht noch eine Fackel in die Hand nehmen. Also, guck mal. Die Platte hier rechts, die ist heller als die da links. Okay. Okay. Ich sehe, das funktioniert. Das funktioniert, so wie ich mir das denke. Und jetzt hieß es, ich muss den Weg bis zum Ende gehen, ne? Was passiert, wenn ich hier springe? Ah ja. Okay, verstehe. Man sollte sich definitiv an die Anweisung halten. Ich muss den Weg bis zum Ende gehen. Interessant. Gar nicht mal so dumm. Die Erbauer der Fallen hier. So, jetzt ist natürlich mein Licht leider wieder weg. Das ist irgendwie ein bisschen ätzend, dass ich jedes Mal 10 Mana ausgebe. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. Ich kenne jetzt den Weg. Ich hoffe mal, da ändert sich nicht, so wie bei Indiana Jones. Aber nee, das scheint zu gehen. Jetzt müsste ich ja eigentlich durchkommen, ne? Ja, okay, ich komme durch. Sehr gut. Ah, guck mal, da ist ein Toter. Mhm. Okay, wie geht's da weiter? Vielleicht an der Fackel ziehen? Nö. Vielleicht hier? Ja, da geht's weiter. Fackel ziehen? Nö. Da geht's auch nicht weiter. Okay. Ich fürchte eine Falle. Also mache ich hier mal eben ein Licht. Und dann fülle ich mal eben meinen Mana wieder auf. Wie viel brauche ich denn für Mana? Jetzt 91, jetzt brauche ich noch 15 Feuerkraut. Und wie viel Leben brauche ich? 50. 15. 30, 40 und 2 Fische. So, einmal bitte öffnen wieder. Hey, ich sagte öffnen. Okay, es geht wieder auf. Gut. Kann ich da jetzt rein? Ah, Rademus. Wer sagt's denn? Willst du kämpfen? Moment. Ist da ein Schalter an der Wand? Nee. So, hier muss auch irgendeine Tafel einen Hinweis geben. Es sieht nämlich so aus, als wären da Stacheln im Boden. Die dritte Falle wurde von Quahodron erbaut. Nur er weiß, wenn man die Pforte öffnet. Ja, das ist dann hier wohl die dritte Falle. Okay, die löst immerhin nicht aus. Am Rand sind ganz viele Hebel. Da ist ein Toter. Also wird es der Hebel wohl nicht sein, schätze ich mal. Geschick 1, Einhandkampf 1, alte Münze, Gold. Okay. Nun, dann würde ich mal sagen, ich schnappe mir hier das Geschick und den Einhandkampf. Dann habe ich Geschick auf 31. Das heißt, ich kann jetzt den Jagdbogen verwenden. Die Frage ist nur... Ach, der ging vorher schon. Die Frage ist nur, bringt mir der irgendwas? Gibt's hier vielleicht irgendwo einen versteckten Schalter? Sieht nicht so aus, ne? Kann ich den Pfeil wieder nehmen? Ich würde den Pfeil gerne wieder aufheben. Ich weiß, dass er hier gelandet ist. Nee, das geht nicht. Okay. Vielleicht kann ich hier draußen die beiden Türen öffnen, indem ich einen versteckten Schalter drücke. Wer weiß? Hm. Nee. Sieht mir irgendwie nicht danach aus. War das hier irgendwo ein Schalter? Nö. Hier ist auch nichts. Ja, dann frage ich mich, wie ich da durchkomme. Wahrscheinlich gar nicht. Vielleicht sind es auch nur Attrappen. Keine Ahnung. Gut. Das heißt, ich würde jetzt mal sagen, Rademus weiß hoffentlich, wie es hier weitergeht. Hier in der Mitte scheine ich sicher zu sein. Das heißt, ich speichere hier mal.
Und beim nächsten Mal werde ich dann versuchen, hier diese Falle zu umgehen. Interessant ist, hier ist die kurze Nase mit spitzen Augen. Und die kurze Nase mit spitzen Augen. Welcher war das? Das ist die lange? War das violett? Ja, violett ist ein bisschen kürzer als gelb. Karotron, damit Kardemon das äußere Tor, nur ich blieb zurück. Rademus für alle Zeit im Tempel verrottet. Das ist doch Rademus! Hey, okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn ich Rademus frage, ob er schon erfolgreich hier drin verrottet ist. Bis dahin.